Wer rastet, der rostet. Und wer will das schon? Dass man dagegen etwas tun kann, zeigte die Gymnastikabteilung des SV BVB 49 am Donnerstag bei ihrem großen Sportfest. Der SV BVB 49 ist jetzt 70 Jahre alt geworden. Wir sind ein Breitensportverein mit insgesamt 9 Sportarten. Die Gymnastikabteilung gehört dazu. Und die feierten das Jubiläum mit vielen Gästen. Neben den eigenen Mitgliedern waren auch Turner des TSV Karlshorst, der Volkshochschule Hellersdorf und der Borussia Friedrichsfelde eingeladen. Die gerade frisch sanierte Sporthalle am Anton-Sefko-Platz war also gut gefüllt und dank Live-Musik der Alex-Band kam auch genau die richtige Feier- und Tonstimmung auf. Eine wichtige Stütze der Gymnastikabteilung ist Dr. Luise Meyer. Sie ist seit über 30 Jahren Übungsleiterin beim SV BVB 49 und weiß ganz genau, warum diese Gymnastikkurse so wichtig sind. Ich kenne alle Übungen. Ich könnte jeden Morgen aufstehen und das Programm abspulen, da wäre ich bis zum Abend beschäftigt. Aber ich bin genauso faul. Und wenn nicht vor mir mindestens so und so viel stehen, dann mache ich das nicht. Für ihren großen Einsatz überreichte ihr der Vereinsvizepräsident Dietmar Richter heute die Ehrenamtskarte des Landes Berlin. Diese wird an verdienstvolle Übungsleiter und Sportfunktionäre vergeben. Gemeinsame Bewegung ist nicht nur gesund, sie macht auch Spaß. Das hat auch dieses Sportfest wieder einmal bewiesen. Also ich fand die Veranstaltung großartig. Auch die Teilnehmerzahl war enorm hoch. Und wir haben uns ja auch alle bemüht, mitzumachen. Und das Bild der Gymnastik einfach hervorragend. Und wer jetzt auch etwas Lust auf gemeinsame Gymnastik bekommen hat, der ist beim SV BVB 49 herzlich willkommen.